Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Hoppala, Skyl ist am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2, also Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Und mein Mikrofon wackelt vor mir, das hört mich voll an. wir drücken auch mal sofort, Spiel laden. Tja, wie immer. Und Azuma ist tot, Azuma wurde von den Akatsuki besiegt. In der Zwischenzeit nähert sich die Entwicklung von Narutos neuem Mew zu ihrem Ende und er trainiert noch härter, Tag und Nacht. Anleitung zum Sieg 25, schnelle Feinde abbremsen, Kampfintens und wirksam gegen schnelle Feinde. Schön für dich! So, ich bin wieder Naruto, was muss ich überhaupt machen? Bin bereit mit Kakashi sprechen, okay, wir sprechen mit Kakashi, hi! Sorry, ja. 始めますか?おーし。今までの経験を頭で繰り返しながら本気で挑んでこい。わっ。Okay, jetzt müssen wir nochmal ein Sparring machen. Bist du bereit? Ja, wir sind bereit und wir werden direkt ins Spiel reinkommen. Gibt's erstmal direkt einen Fight hier gegen Kakashi und diesmal auch alleine gegen Kakashi, also nicht nochmal mit den Typen da zusammen. Wir hatten gerade so eine kleine Aufnahmesession zu Black Ops 1, fand ich Black Ops 2 war voll lustig eigentlich, war sehr schön. Lohnt sich auch mal reinzuziehen. Was war das denn jetzt? Unlogisch! Fängt schon mal schön buggy an hier alles. Das wirst du schön sein, Kakashi, ich schwöre dir. Verdammt, soll ich nicht ausweichen. Singern! Muss man wieder ein bisschen Abstand hier zwischen uns lassen. Und schnell dahin. Pam, 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 pam. Nice. Und jetzt hat noch nichts gerechnet. Hör halt auf, du! Scheiße! Oh, flammendes Schwert, Alter. Jetzt komm halt her und hör auf auszuweichen, du blöde Sau! Hör auf damit! Ich hab ne Idee. Mann, wo willst du hin, du blöde Sau? Jetzt komm her! Endlich haben wir ihn! Eieieiei, das war eine Geburt jetzt! Erwachen nicht möglich, erreicht! Kraft 3 mal 2! Irgendwie ist Erwachen nie möglich! 59, 52, 2205! Hohlkopf! 685.000 Sturmpunkte erreicht! Alright, geht ja ziemlich voran hier die ganze Zeit, ey. Schnelle Feinde abbremsen hatten wir schon. Mit irgendwelchen komischen Drecks-Sachen hier. Falls ihr euch wundern solltet, warum ich nicht einzelne neuen Sachen mal Let's Player wie Battlefield oder Call of Duty neuen Sachen. Ich habe zurzeit überhaupt kein Geld für diese Spiele. Und von daher muss ich euch da leider enttäuschen, diese Spiele zu Let's Playen. Lohnt sich also nicht so wirklich. Du, Kakashi-sensei. 正直ここまでできるとは思ってなかった。さすがは意外性ナンバーワンの忍者だな。じゃあ。あ、
完成はもうすぐってところだろ。わっしゃー、まったく大したやつだよ。カカシさん。ああ、だよ。出雲？連絡があります。どうした？サルトビ・アスマさんが亡くなりました。アスマ先生が？詳細は5代目から話されるそうです。皆さんは屋敷の方へお願いします。それでは。なんで？どうしてアスマ先生が？カカシ先輩。ああ。とにかく、5代目のもとに急ごう。Ja, wir erinnern uns, es war kein schöner Anblick. Und wir werden uns auch direkt auf den Weg dorthin machen. Ich habe ein anderes kleines Let's Play vorgedacht, so ein Let's Bild in der Art und Weise, habe ich ja schon einmal erwähnt. Und zwar wollte ich gerne. Oh, scheiße. Wollte ich gerne. Viva Pinata hier machen, also diese Aufbausimulator. Viva Pinata wollte ich gerne Let's Playen. Jetzt nicht als ganz Let's Play, sondern so an einem bestimmten Tag, wo er so ab und zu mal so eine Folge hochladen, so eine 30-Minuten-Folge und sowas. Ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll. Ob ich das dann so zum Beispiel jeden Day-Tag in der Woche so eine Folge hochlade oder halt immer an einem bestimmten Tag hochlade. Oh, Sakura. Naruto, da du gerade hier bist, du weißt doch, was passiert ist, während du dein Training absolviert hast, oder? Das kann doch nicht sein. Ich muss Großmutter fragen. Anscheinend hat sie das schon hier umgesprochen. Mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Es tut mir leid. Warum musste das nur passieren? Das finde ich ganz cool, dass jetzt auch hier die NPCs so ein bisschen darüber am Trauern sind. Das ist ganz cool. Plötzlich kam ein Boot und hat den Sensei einfach mitgenommen. Als der Sensei zurückkam, sah er total deprimiert aus. Was in aller Welt ist denn passiert? Tja, das brauchst du nicht zu wissen. Hi, Sai! Ich fasse dann wohl mal besser die Fakten zusammen. Ja, was auch immer. Ich habe Kurenai niemals zuvor so verzweifelt erlebt. Es tut mir leid. Echt leid. Sie braucht jetzt wirklich unsere Unterstützung. Tja, ist nicht gerade angenehm. Mir ist eine schwarze Katze über den Weg gelaufen. Meine Schnürsenkel sind gerissen. Ich wusste, dass früher oder später etwas Schlimmes passiert. Aber ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Ich habe von Asuma gehört. Es will mir immer noch nicht in den Kopf, dass er... In letzter Zeit scheinen alle etwas hektisch zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Als Einbildung! Du nimmst Drogen! Die Jonen sehen wirklich deprimiert aus. Es muss etwas Furchtbares passiert sein. Tja. Sensei Kurenai hört einfach nicht auf zu weinen. Was soll ich nur tun? Stimmt, sie ist ja eine Schülerin von Kurenai. Shikamarus Team kam von der Mission mit einem Mann weniger zurück. Und das war ausgerechnet Sensei Asuma. Ach, also alle anderen wäre scheißegal gewesen in dem Moment, oder was? Gut, Sensei Asuma war schon einer mit der besten von den ganzen Leuten, die dabei waren. Ohne Frage, aber... Oha, er sagt gar nichts, das ist noch schlimmer. Ich weiß, dass ein Ninja immer darauf vorbereitet sein muss, sich dem Kampf oder dem Tod zu stellen. Aber das bringt mich einfach zum Heulen. Ja, ja, ja. Oh Mann, es ist immer noch irgendwo unterwegs. Wann kommt es bloß zurück? Die Nachricht verschickt sich nicht von allein. Da sind wir auch damit beschäftigt, auf einen Vogel zu warten. Hundi! Naruto hat Angst vor dem Hund! Nee, ich dachte mal, wir könnten mal hier ein bisschen mal zeigen, was so die Leute sagen und labern und sowas. Halt, wir müssen hier lang. Finde ich wirklich ganz cool eigentlich.
Ich kann nicht glauben, dass er wirklich tot ist. Warum muss das nur passieren? Leere Flasche! Naruto, wenn du Shikamaru's Team triffst, unterstütze es nach Kräften. Er scheint sich viel zu viel zuzumuten. Sensei Azuma, du hattest mir eine Party Shogi versprochen. Du hast es versprochen. Oh, Scheiße, Alter. Ich bin entschlossen, die nächste Schulenprüfung zu bestehen. Ich werde so lange und hart trainieren, wie dafür nötig ist. Oder ich wollte zumindest trainieren, aber der Sensei ist nicht gekommen. Hat er persönliche Probleme oder sowas? Klöße essen heute sich echt schrecklich an. Ja. Klöße essen hört sich heute schrecklich an. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Warum? Ja, die sind also, das ist ja sozusagen so alles eine Generation. Ja, die sind zusammen aufgewachsen und stark geworden. Ich glaube das einfach nicht. Wie kann Sensei Azuma nur... Das will mir nicht in den Kopf. Azuma, ich hätte niemals gedacht, dass dieser Tag je kommen würde. Shit happens, Leute, shit happens. Aber ein einzigen Jonin auf Akatsuki-Truppen loszulassen, war auch selten dämlich. Ich kann mir besser was Neues zum Anziehen, wenn die nächste Mission vorbei ist. Meine alten Sachen sind völlig verschmutzt. Und deswegen, anstatt das in die Wäsche zu bringen? Nein. Oha. Ich hoffe, Shikamaru's Team geht es gut. Shikamaru. Naruto-kun. あのさ、悪い。俺ちょっと用事があってな。話はまた今度だ。用事？カカシ先輩。ああ。Oh man. Oh man, oh man, oh man, oh man. Akatsuki-Schweine!Dafür werdet ihr bezahlen. Ja, das werden sie. Alle Fälle. Ach, da bist du ja. Lei Tsunade, wir haben gehört, dass du etwas darüber weißt, was mit Azuma geschehen ist. Das stimmt. Und das ist... mehr oder weniger alles. Azuma. Ah, diese verfluchten Akatsuki! Wie konnten sie Sensei Azuma nur so etwas antun? Sensei Kakashi, Hauptmann Yamato, wir müssen sofort los und ihnen gründlich das Handwerk legen. Naruto, ich verstehe deine Gefühle, aber in Zeiten wie diesen muss man in erster Linie Ruhe und Vernunft bewahren. Hör auf, Yamato, Naruto. Ich fürchte, gerade jetzt ist laut Aktionismus... Dritter Versuch! Hör auf, Yamato, Naruto. Ich fürchte, gerade jetzt ist lauter Aktionismus absolut sinnlos. Aber... konzentriere deine Energie auf das, was du kannst. Du weißt doch, wovon ich rede, oder? Deine Stärke wird in Zukunft noch sehr nützlich sein. Das garantiere ich. Bis dahin solltest du weiter trainieren. Ja, Meister. Gut. Gut, soweit die Berichte. Und jetzt muss ich zu einem Treffen zur Vorbereitung. Eine Strategie gegen Akatsuki. Verstanden, wir brechen... Verstanden, wir brechen dann mal auf. Naruto? Hä? Arbeite weiter so konzentriert an deinem Training. Wird gemacht. Gut, wir dürfen nicht rausgehen und Akatsuki verprügeln. Gut, wir sollten wieder mit dem Training beginnen, Sensei Kakashi. Tut mir leid, aber ich muss jetzt ein paar dringende Angelegenheiten regeln. Yamato führt das hier jetzt weiter.
Wie? Was? Wovon redest du überhaupt? Bis später. Hey! Bist du bereit, das Training fortzusetzen? Moment mal, was ist denn mit Sensei Kakashi los? Warum ist er einfach so gegangen? Er hat es dir doch gesagt, oder? Er muss sich um ein paar dringende Angelegenheiten kümmern. Was hat das alles zu bedeuten?